das war's mit der Zauberei. Schade. Und jetzt geht's unter Wasser. Na gut. Dann können wir ja jetzt mal schauen, ob wir unendlich lange Luft haben. Sollte eigentlich ja nicht der Fall sein, wenn man es logisch betrachtet. Aber wir sind nicht wirklich in einer logischen Welt. So. Was? Da ist noch ein bisschen mehr aufgegangen als das, habe ich das Gefühl. Naja. Weiter geht's. Ui. Yeah, die Disco-Kugel fängt wieder an zu leuchten. Na gut. Krabbelfischer. Tschüss. Das wär's mit den beiden. Das ist schön, dass das zeitgleich noch als Taschenlampe dient. So gesehen. Hier durch komme ich nicht. Aber hier hoch könnte man. Eventuell. Oder na, da kommt vielleicht noch jemand oder etwas anderes. Wahrscheinlich kommt da noch Gegner. I knew it! Hör auf! Weg mit dir! Weg, du Affe! Gut, das wäre es mit dem. Ja, du kriegst. Oh! Nein, ich bin ein intelligenter Käfer. Ich weiche aus. Na gut. Schauen wir uns erstmal um. Noch mehr Käfer. Käferalarm. Na komm. Da bist du ja. Die weichen echt aus. Die sind intelligenter als diese komischen. Naja, Zombies will ich die nicht unbedingt nennen, aber die wirken schon ziemlich geistfrei. Wieso haben gerade die Markierungen angefangen zu leuchten? Jetzt schon wieder. Warum leuchten die? Das sehe ich irgendwie jetzt zum ersten Mal. Ach so, wegen dem Typen. Oh. Okay. So, ich schaue nur kurz, ob hier hinten noch irgendetwas ist. Die Taschenlampe brauchen wir dafür ja nicht unbedingt. Okay, hier sind nur überall Feinde hergekommen. Auch gut zu wissen. Hui! Irgendwie ist die Kugel eigentlich ziemlich schwer. Eigentlich sollte man meinen, die ist schwerer als ich, aber die fliegt irgendwie leichter nach oben als unser Protagonist. So, hier geht's nachher nach oben. Sehr schön. Und ab. Es ist manchmal sehr komisch, wie sich das dreht. Okay, jetzt haben wir aber eine Kugel. Komm. Interessiert ihn aber nicht. Okay, was machen wir denn dann hier? Was ist das für ein Schalter? Es hat ein bestimmtes Symbol. Das hat auch ein bestimmtes anderes Symbol. Ach so! Haha! Erfahrung durch Zufall. So sind die meisten Erfindungen ebenfalls entstanden.
Na komm, das schaffst du auch noch. Elektrizität! Oh, Wasser. Okay. Was muss ich denn jetzt? Oh, okay. Tja. Sehr interessant. Stimmt, das Teil ist ja aus Metall. Dann würde ich mal sagen, das war's für Wurmi Nummer 2. Wenn wir selbst noch reingegangen wären, hätte uns das bestimmt auch umgebracht. So, schauen wir mal hier kurz, was es hier noch gibt. Hier hätte man noch lang gehen können. Wahrscheinlich genauso wie auf der anderen Seite. Okay. Nur was bringt das uns jetzt? Jetzt. Ach so, jetzt haben wir die 4 Schalter betätigt. Das Vieh ist tot. Und wir können das Aufzug-Gedingse jetzt nutzen. Ja, können wir. Sehr schön. So. Was? Nein, ey! Unverschämtheit. Puh. Nein. Komm runter. Vielen Dank. Das Teil geht direkt wieder nach oben. Nicht sehr nett. Ah, aber solche alten Tempel sind doch nicht dafür gedacht, nett zu sein. Ich will wissen, was es mit diesem komischen Priester auf sich hat. Naja, aber. Na komm, 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 komm. So. Fixiert. Jetzt geht's wieder ganz nach oben. Und dann werden wir den zweiten Tempel beenden. Ein Lichtschein. Und wenn wir den zweiten Tempel ebenfalls ausgerichtet haben, werde ich einen Cut machen. Weil dann habe ich jetzt schon wieder 2 Stunden aufgenommen. Und ehrlich gesagt, das Spiel gefällt mir so gut, dass ich das eigentlich nicht in 2 Sessions direkt durchspielen will. Nee. Weil das Spiel gefällt mir. Das ist ein bisschen schade irgendwo. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich will mir, sag ich mal, die Mystik von diesem Spiel noch etwas erhalten. Ich meine, für euch macht es kaum einen Unterschied, weil ich gerade sowieso dann die Parts erstmal rendern muss und sie in Stücken dann auf YouTube hochlade. Aber für mich, ich meine, ihr kriegt Tag für Tag etwas und ich hätte das in 2 Spiel-Sessions schon durchgehabt. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Ich meine, momentan sind wir etwa bei 4 oder vielleicht 5 Spielstunden, ich weiß es gerade nicht. Irgendwas dazwischen. So. Wo hat das denn gespeichert? Das hat bestimmt da oben gespeichert, wenn es ausgerichtet war. Naja. Mit diesem wundervollen Anblick und herabstürzenden Steinen, die uns hoffentlich nicht umbringen werden, verabschiede ich mich jetzt erstmal bis zum nächsten Part von Let's Play the Ball. Dann werden wir den letzten Tempel, diesen letzten kleinen Tempel, auch ausrichten und dann schauen wir, was dort hinten ist und was es mit diesem Licht auf sich hat, mit der zweiten Sonne. Bis zum nächsten Mal.